Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 3. Wir sind kurz vor der letzten Schlacht. Wir sind in unserer vorgeschobenen Operationsbasis auf der Erde in London. Da müssen wir hin. Da, wo das Licht herkommt. Da geht's hoch zur Citadel. Und das wird unser Ziel sein. Vorher reden wir nochmal mit Tali. Alle anderen habe ich schon in Anführungsstrichen abgearbeitet. Auf die letzte Schlacht vorbereitet. Nur noch unsere Liebste fehlt. Gleich erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendliche auf Pilgerreise unterstützt. Und dann als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Wo es auch hingeht, ich bin dabei. Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Aber wir sind kurz vor Ende. Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Wissen Sie noch, was wir auf Runoch sagten, bevor Sie den Reaper runterholten? Du sagtest, ich liebe dich. Und du sagtest, Kila Selai. Ich will mehr Zeit. Ich weiß, was auch geschieht. Ich weiß. Okay. Nun gut. Es gibt nichts mehr zu reden, nichts mehr zu sagen. Auf in die letzte Schlacht. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 40% von Hammer haben sich gemeldet. Da kommen sicher noch mehr. Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Na dann, los geht's. Mit jeder Minute hier gewinnen die Reaper an Stärke. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans HQ. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Kuja! Jawohl, Sir! Johnson, Coates. Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard? Ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Okay. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern.
Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht allein. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und gemeinsam besiegen wir ihn. Okay. Die Gruppe wird wohl dieselbe sein wie beim letzten Mal. Javik und Liara. Die haben sich ja nicht ganz gut bewährt, bei denen auch bei den vielen Truppen. Durch die Biotikfähigkeiten, die kombiniert wurden. Boah, eigentlich klasse. Los geht's. Okay. Bewaffnung brauchen wir auch nichts mehr ändern. Ist ja der Vorteil, dass wir die beiden genommen haben. Und dann geht's los. Noch einmal, automatischer Stufenaufstieg. Jawohl, wir haben nochmal was hinbekommen. Hier nicht, hier auch nicht. Dann geht's los in die letzte Schlacht. Nicht nur für alle Lebenden, sondern auch für die, die sich schon geopfert haben. Die schon tot sind. Thane, Jack, Morden, Miranda, Kaidan und alle anderen. Na dann mal los. So, komm her, ja. Alles klar. Javik hat ein bisschen eher geschossen. Ich wollte mich an die anschleichen. Aber, naja, gut. Damit hat sich das auch erledigt. Im Anschleichen bin ich eh nicht so gut. Insofern, alles gut. Ja, Shepard rückt auch vor. Immer in Richtung Licht. Vorn fährt Mako. Okay. Vorn fuhren Mako. Oh, oh, Entdeckung, Leute. Entdeckung. Alles ausschalten, was sich bewegt. Und kein menschliches Wesen, das wollte ich gerade sagen, aber wir haben ja auch Geft, die an unserer Seite kämpfen. Weiß jemand, wie zum Teufel wir einen Zerstörer mit Panzern ausschalten sollen? Tarnungsraketen machen verflucht viel Schaden. Sie sagen? Schluss jetzt! Sie haben den Admiral gehört! Kein Rückzug! Auf keinen Fall. Oh, eine Heuschrecke. Achtung! Dann fall um. Okay. Oh Mann, eine Banshee. Au. Habe ich schon einmal dich erwähnt, dass ich die Viecher hasse? Ich mach mal wieder die Panzerung rein. Okay. Du auch. Schwerer Beschuss aus dem ersten Stock. Wir brauchen Unterstützung. Wir versuchen, das Gebäude zu sichern. Wo denn? Da. Okay. Hey. Okay, dann los. Da ist ein Eingang. Hier ist nichts. Und selbst wenn, bräuchte ich sie nicht mehr. Foxtrot und Bravo unter schwerem Beschuss. Ja, ja, wir sind schon auf dem Weg. Oh, oh.
Okay, weiter vorrücken. Oh nein, das war ja so klar. Ich hasse die Viecher. Pass auf, der Weg. Wow, Liara. Oh, der hat auch hin. Rohling. Huh. Den habe ich jetzt glatt übersehen. So, Uni. Alles klar. Vorrücken. Weiter, weiter, weiter. Was haben wir da? Noch Munition. Weiter. Wir sind gleich oben, Leute. Irgendwie. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Gerade sitzen beschäftigt. Okay. Danke, wir rücken weiter vor. Okay. Die Dinger kann ich eh nicht nehmen. Okay, hier wird weiter vorgerückt. Klasse. Dann rücken wir auch weiter. Warum habe ich jetzt eigentlich eine andere Waffe? Ich will meine wieder haben. Und hepp. Ein Medikit. Noch braucht mir keins. Oh, verfuck. Bong. Also gut, Männer. Augen aufhalten. Die Gebäude geben uns Deckung. Aber der Feind kann sich besser verstecken. Verstanden. Langsam vorrücken. Oder auch schneller in Deckung gehen. Mann. Auch, ich fall um jetzt. Ja, okay. Warte mal, ich nehme mal hier. Wo ist es? Da. Bisschen besser zielen. Der ist hin. Okay. Alles klar. Wieder auf Sturmgewehr und weiter vor. Hier, Company Echo. Wir haben nicht genug Platz, um die Panzer zu manövrieren. Dann zurück, falls nötig. Aber finden Sie so schnell wie möglich einen anderen Weg. Bestätige. Mein Schild. Oh Mann. Okay. Hier geht's aber auch ab. Oh nein, nicht schon wieder ein Rolling. Hallo. Verdammt. So, okay. Weiter. Na los, der ist hin. Der Marodeur ist auch hin. Alles klar. Ich bin auf dem Weg, Leute. Wir kriegen das hin. Irgendwie.
Vielleicht sollte ich auch mal... mal wieder ein paar Kräfte nutzen. Ich habe mal erstmal ein Medikit geschluckt. Kann ich nächstes Mal wieder eins nehmen. War ja eh ein bisschen angeschlagen. So, Leute, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Es gibt nochmal eine Unterbrechung. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.